Ein monumentaler Thron für die Königin des Pop. Ebenso monumental die zweistündige Bühnenshow, für die Madonna angeblich 3500 Kleidungsstücke entwerfen ließ. Ein gigantisches Popspektakel vor 50.000 Fans im Berliner Olympiastadion. Mit dem Song Candy Shop eröffnete sie das Konzert. Sticky and Sweet, also klebrig und süß, heißt die ganze Tour. Und Madonna wäre nicht Madonna, wenn das nicht auch einen erotischen Beigeschmack hätte. It's bad for your teeth. Bonbons schmecken toll, sind aber gleichzeitig schlecht für dich. Das Ganze ist also ein Paradox und das reizt mich daran. Außerdem muss ich bei Bonbons an Sex denken. Sie sind verführerisch und man muss sie vor dem Genuss auspacken. It's enticing. It needs to be unwrapped. Auf Madonnas Verführungskünste hatten die Fans monatelang hingefiebert. Viele waren extra nach Berlin gereist, aus Spanien etwa oder aus Stuttgart. Kein Weg war zu weit und keine Eintrittskarte zu teuer. Bis zu 233 Euro kosteten die Tickets. Sie ist die Beste, sie ist es wert. Ich würde noch mehr bezahlen. Ich würde das Dreifache bezahlen, um sie zu sehen. Also es wäre kein Problem für mich jetzt. Und die Stimmung unter den Fans, grandios. Ich bin total aufgeregt. Ich fahre jetzt schon aus der Haut. Everything that she does is was Madonna auch anstellt, sie erregt die Gemüter. Sie kann sich wirklich alles leisten und hat Freude daran. Und ihre Musik macht Spaß. Eine tolle Botschaft. And it's a good message. Hi, I'm Madonna. Langweilig wird es mit Madonna wahrlich nie. Die Pop-Ikone provoziert leidenschaftlich gerne. Mal mit offensiver Erotik, mal als weiblicher Jesus Christus. Während ihrer letzten Tournee vor 2 Jahren ließ sie sich gar ans Kreuz hängen, mit Dornenkrone auf dem Kopf. Und bei dieser Tour lässt sie erst Fotos von Adolf Hitler auf die Leinwand werfen, dann Fotos vom republikanischen Präsidentschaftskandidaten John McCain. Im Fernsehbeitrag dürfen wir das leider nicht zeigen. Dafür aber diese schönen bunten Bilder. Madonna auch mit 50 eben noch ganz die Alte.